Willkommen bei Burgenland heute. Das Brauchtum Halloween kommt ursprünglich aus Irland, wird aber auch im Burgenland immer beliebter, zur Freude der heimischen Wirtschaft. Mehr dazu dann auch morgen in der kroatischen Sendung Dobar dan Hrvati um 13.30 Uhr in ORF 2. Gerade heuer im Jubiläumsjahr wird immer wieder auch die Lage des Burgenlandes als Grenzland thematisiert. Diese besondere Lage machte das Land vor allem im Kalten Krieg militärisch interessant. Anfang der 60er Jahre wurden zahlreiche Bunker zur Verteidigung errichtet. Der Kalte Krieg ist zum Glück Geschichte. Die Bunker gibt es immer noch, zum Beispiel in Steinbrunn. Und wir wechseln das Thema. Eine Krebsdiagnose kann das Leben schlagartig verändern. Brustkrebs ist immer noch die häufigste Krebsart bei Frauen. In Österreich sind an die 81.000 Frauen betroffen. Weltweit werden deshalb im Brustkrebsmonat Oktober die Vorsorge, Früherkennung und Erforschung in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Zwei Burgenländerinnen bieten Betroffenen eine Abwechslung zum Kranksein, spezielle Schminkkurse samt Fotoshooting. Nicht weit vom Burgenland entfernt, in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich, wütet immer noch der verheerende Waldbrand. Deshalb kommen jetzt auch zwei Löschflugzeuge aus Italien zum Einsatz. Die Flugzeuge haben heute bei einem Probeflug Wasser aus der Neuen Donau in Wien aufgenommen und ins Brandgebiet gebracht. Auch der Neusiedler und der Neufeldersee spielen in den Plänen der Einsatzleitung eine Rolle und könnten zu Wasserentnahmestellen werden. Morgen werden auch zwei Löschhubschrauber aus Deutschland erwartet. Heute Nacht wird wieder an der Uhr gedreht, wie es so schön heißt. Um 3 Uhr in der Früh wandert der Zeiger eine Stunde zurück. Wer will, gewinnt also eine Stunde Schlaf. Auch Wolfgang Unger hat sich zur Zeitumstellung wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Aber sehen Sie am besten selbst. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.